Carsten in Essen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Heute ist das Wetter nicht ganz so toll. Da habe ich mich heute mal aufgemacht nach Essen zur Zeche Zollverein. Weltkulturerbe. Wir sind jetzt hier gerade in der alten Kohlewäsche und schauen wir mal so, was der Tag heute so bringt. Bin schon gespannt, was ich hier heute alles zu sehen bekomme. Und wenn ihr Lust habt, bleibt ihr gerne dran. Ja, jetzt sind wir auf ca. 44 Meter hier aufgestiegen auf das Dach der alten Kohlewäsche. Jetzt sind wir ungefähr auf derselben Höhe wie der Förderturm und schaut euch mal hier die Aussicht an. Schon beeindruckend. Also in der Richtung ist die Essener Innenstadt. Man kann so ganz leicht im Dunst die Silhouette der Hochhäuser erkennen. Cinemax-Komplex, Postbank-Hochhaus. In dieser Richtung könnte man bei gutem Wetter auch das Tetraeder sehen. Also mit bloßem Auge kann ich es jetzt so gerade erkennen. Aber auch nur, weil ich weiß, wo es ist und wie es ungefähr aussehen muss. Also ich muss sagen, man bekommt hier schon Sachen zu sehen, die nicht so alltäglich sind. Das ist schon ganz spannend hier drin, würde ich sagen. Thank you.
Und jetzt geht es dann von der Schachtanlage durch den Skulpturenwald. Das ist, glaube ich, die alte Halde. Dann zur Kokerei. Hier ist auf jeden Fall mal ein bisschen grüner. Raus aus der Industrie. Eigentlich sogar relativ ruhig hier. Na, schauen wir mal. Ich habe gerade erfahren, betreten kann man hier die Kokerei nicht, zumindest nicht alleine. Also man muss dann schon eine Führung buchen und im Rahmen einer Führung die Kokerei besichtigen. Allerdings kann man hier auf einem Rundweg einmal komplett um die ehemalige Kokerei herumlaufen. Das werde ich jetzt mal tun, bevor es dann Richtung Zeche Zollverein und zu meinem Auto zurückgeht. Schauen wir mal, vielleicht gibt es noch mal das ein oder andere schicke Foto. Hier am Wegrand kann man dann auch sehen, warum ich mir so gerne so alte Industrieruinen anschaue. Weil egal was der Mensch dahin baut, irgendwann holt sich die Natur ihren Platz zurück. Es kann noch so groß sein, kann noch so stark gebaut sein. Wenn der Mensch irgendwann aufhört, hier zu sein, hier zu arbeiten, sagt die Natur, halt stopp, da war doch was, das ist meins. Na, was haben sie denn hier hingebaut? Aussichtsplattform? Ich bin schon wieder auf dem Weg zum Auto, jetzt von der Kokerei zurück, erstmal zur Zeche und dann Richtung Parkplatz. Ich muss sagen, ist schon eine spannende Geschichte, wenn man sich das hier mal so in Ruhe anschauen kann. Hier gibt es wirklich viel zu sehen und ich als Ruhrgebietler. Für mich gibt es dann auch noch mal so ein bisschen was zu lernen über die eigene Region. Gerade jetzt auch in der Ausstellung in der Kokerei, wo an großen Fotowänden die Menschen der Region bzw. wie die Menschen hier in der Region in meiner Jugend gelebt haben.
ist schon eine tolle Sache, was die Leute hier so auf die Beine gestellt haben. Vor allen Dingen finde ich es auch gut, dass hier nicht wie woanders hingegangen wurde und alles zugemacht wurde, verrottet gelassen wird oder so. Nee, hier kann man hinkommen, hier kann man sich das alles anschauen. Gefällt mir auf jeden Fall viel besser als das, was mit so manch anderer Zeche hier im Ruhrgebiet passiert ist. Man muss ja auch schließlich davon ausgehen, wie viele Hunderte und Tausende von Menschen hier so gearbeitet haben, sich ihr Geld verdient haben. Von daher finde ich schon gut, dass wenigstens hier an einer Stelle versucht wird, das alles zu erhalten. Ich werde jetzt auf jeden Fall zum Auto zurückgehen. Mir hat es gefallen. Es lohnt sich wirklich hinzufahren. Und ich hoffe, euch hat es ebenso gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.